Viele Welten bleiben uns nicht mehr übrig. Wir haben noch 4 Welten, bevor wir anfangen mit den ganzen Bonussachen und dem großen Turm. Und hier gibt es 2 Sterne. Oh, das wird ja wieder eine Hetzjagd. Okay, ich versuche mal, alle Puzzle so schnell ich kann zu lösen. Nach langem Nachdenken habe ich beschlossen, die Tatsache, dass ihre Vorstellung über die Funktionsweise der Welt mehr Löcher als ein Schweizer Käse hat, zu ignorieren. Tatsächlich ist es so, dass es eine winzige Chance gibt, dass sie durch pures Glück das Richtige tun werden. Ich würde mich ihnen also doch gerne anschließen. Wenn sie für die Arche verantwortlich wären, wer wäre dann, wenn die Flut kommt, als Erster an Bord? Was muss man tun, um mehr wert zu sein als die anderen? Eine Person sein. Bei Bewusstsein sein. Sollte ich mir Sorgen machen, dass man solche besonderen und zweifelhaften psychologischen Eigenschaften braucht, um sich zu qualifizieren? Wer entscheidet, wer eine Person ist und wer nicht? Ist ein menschlicher Säugling eine Person? Hey, dafür gibt es ein gutes Zertifikationsprogramm, habe ich mir sagen lassen. Das findet das einwandfrei raus. Ein menschlicher Säugling? Ja, ja, klar. Ich sehe wirklich nicht ganz, wie das stimmen kann. Der Unterschied zwischen Personen und Tieren, auf den wir uns geeinigt hatten, war, dass Personen intelligent oder vernunftbegabt sind. Aber ein menschliches Baby ist nicht viel intelligenter als ein Chihuahua. Wie erklären Sie das? Säuglinge haben das Potenzial, zu Personen zu werden. Ich nehme an, das tun sie, ja. Aber wenn Ihr Vorschlag ist, dass das einfache, kausale Potenzial, seine Person zu werden, ausreichend ist, um sich eine Eintrittskarte für diese Arche der moralischen Elite zu erkaufen, würde das nicht immer noch jede Menge Tiere mit einschließen? Nein, Tiere haben nicht das Potenzial, Personen zu werden. Ich bin anderer Ansicht. Wenn Sie einem Schäferhund nur die richtige Gentherapie geben, hat er absolut das Potenzial, zu einer Person zu werden. Was? Also alle Antworten sind schlecht, aber ich nehme mal die hier. Nein, denn das Potenzial des Säuglings wäre immer noch viel größer. Nicht, wenn ich die Mutter erschieße. Nicht, wenn das Kind einen Gendefekt hat. Sind Sie bereit zu sagen, dass das Leben eines Säuglings in diesem Fall weniger wert ist als das eines Tieres? Ja, das bin ich. Wie verlockend radikal. Ich weiß nicht, wo diese neu gewonnene Bereitschaft, in den sauren Apfel zu beißen, plötzlich herkommt. Aber solange ich, wenn es um die Wurst geht, auf der richtigen Seite davon stehe, mag ich sie. Ich spüre etwas kommen, eine Offenbarung. Lassen Sie uns eine Person machen und über diese Fragen nachdenken. Eine Person machen ist wohl hier als Roboter nicht möglich. Haustiere. Bitte denkt daran, eure Haustiere freizulassen. Während es wahr ist, dass sich nicht alle Haustiere an das Leben ohne euch gewöhnen werden, werden es doch viele schaffen. Und das Wenigste, was wir tun können, ist, ihnen eine Chance zu geben. Bitte denkt daran. Lass dein Haustier frei, bevor du nicht mehr dazu in der Lage bist. Falls dir eingesperrte Tiere in deiner Nachbarschaft auffallen, nimm dir bitte die Zeit, sie freizulassen. Lass die Fenster und Türen deiner Wohnung offen, um Zufluchtsräume und Unterkünfte zu schaffen. Du kannst große Mengen von Trockenfutter auslegen und deinem Haustier den Übergang zu erleichtern. Ja, ist klar. Die bereiten sich hier auf die Apokalypse vor. Arkadi, Zarapai, tot. Habe den Tag an Trauer verloren. Nicht in der Lage, mich zu konzentrieren. Jennen arbeitet, als ob sie besessen wäre. Schläft sie überhaupt? Werde langsam müde. Ohne Gegensätze gibt es keinen Fortschritt. Anziehung und Abstoßung, Vernunft und Energie, Liebe und Hass sind für die menschliche Existenz notwendig. Fehler. Fehler sind für die Puzzle nötig. Okay, schneller Überblick über dieses Gelände hier. Keine Geheimtüren. Keine Botschaften, keine Nachrichten. Da drüben geht irgendwas ständig auf und zu. Ich habe nicht genug gelbe Siegel für das Instrument, das ich brauche. Das ist doch verrückt! Du beginnst zu verstehen, dass der Kreis nicht gebrochen werden kann. Er kann nur transzendenter werden. Transzendenz erreichst du, wenn dir der Kreis nicht mehr wichtig ist. Setze deine Arbeit fort, aber mache dir keine Gedanken um ihre Bedeutung. Samsara ist immer so philosophisch. Wir sind der Prozess. Der Prozess ist das System. Das System sind wir. Wenn wir wachen, wird alles eins sein. Shepard ist auch angesteckt von dem Philosophie-Gefasel. Echt keine Geheimtüren hier? Jetzt bin ich paranoid. Okay, nehmen wir uns halt irgendein Teil vor. Nehmen wir einfach mal das da. Thronsaal. Da ist unser Ziel, da ist unser Ausgang.
Hier ist ein Fenster für blauen Strom. Hier ist eine Aufstiegsmöglichkeit, wenn man eine Kiste hätte. Hier fehlt ein Ventilatorblatt. Da hinten ist einer der Sterne, schon mal sehr spannend. Und hier ist ein nicht zu erreichender Connector. Okay, was kann ich denn hier aufmachen? Irgendwie muss ich ja durch die erste Tür hier kommen, richtig? Was anderes gibt's nicht. Diese Tür halt noch. Diese Tür da würde mit Rot aufgehen, ja. Das sollte sich machen lassen. Das sollte sich machen lassen. Hoffe ich mal. Es lässt sich nicht machen. Bräuchte ich eine Kiste für, dann kann ich drüber gucken. Diese hier lässt sich mit Blau öffnen. Nee, was habe ich denn jetzt aufgemacht? Ist das der Ventilator, den ich ausgemacht habe? Nee, der ist noch an. Den würde ich gerne ausschalten. Den müsste ich eigentlich mit einem roten Strom kreuzen. Damit der ausgeht. Im Augenblick geht das zum Beispiel so doch nicht. Oh, das ist gemein, das klappt doch sonst immer. Aber hier klappt es nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt aufgemacht hat. Ich dachte, die Tür. Achso, die müssen beide angeschlossen sein, damit die Tür aufgeht. Das macht mehr Sinn. Aber wie blocke ich denn jetzt diesen Strahl hier? Uff, bei dem Rätsel finde ich ja nicht mal den Anfang. Wo wird denn das Ding hier aktiviert? Das ist auf jeden Fall schon aktiv, aber ich sehe gar nicht. Ist das ein permanent aktiver Ventilator? Das kann ich ja doch sehen, oder? Das kann ich doch sehen. Ich kann es doch sehen. Ach, habe ich mich mal wieder getäuscht, dass ich das nicht sehen kann. Ärgerlich, denn vollkommen unnötig. So, und jetzt habe ich gesagt, was kann ich machen? Ich kann die Kiste hinstellen, so dass ich über die Mauer schießen kann. Nee, was will ich denn jetzt aufmachen als nächstes? Ich will den Ventilator abschalten eigentlich. Das wäre mein nächstes Ziel. Also müsste ich irgendwie oben auf die Mauer kommen. Ich kann hier hochklettern, habe ich gesagt. Ja, das geht. Ich nehme mal die Connector mit. Bin nicht sicher, ob ich den hier oben brauchen kann. Aber ich will einfach mal hochklettern. War idealer. Oh, habe ich mich gerade ausgesperrt? Habe ich mir gerade die. Ich habe mich ausgesperrt. Ich bin so dumm. Das ist auch interessant. Der Ventilator am Anfang braucht ganz schön viel Zeit zum Aufladen. Ob ich da vorbeikomme, wenn ich schnell genug bin? Oh, hey, das könnte gehen. Das möchte ich nochmal probieren. Das haben sie aber auch genauso getimt. Das ist echt fies. Okay. So, ich hole mir nochmal meinen Connector. Das hier müsste doch gehen, oder? Nee, das macht es auch nicht aus. Ich habe es immer geschafft, bis jetzt diese Dinger zu blockieren. Und jetzt, wo ich es einmal möchte, geht's nicht mehr. Ah.
Ich möchte einfach nur da hochklettern. So. Um den blauen Strom zu blockieren. Das muss doch irgendwie gehen. Ich muss eigentlich nur den roten Laser irgendwie da durchdödeln. Grüseln. Was auch immer. Okay, diesmal mit weniger Dummheit bitte. Ich schmeiß die Kiste runter. So, das ist das Geschicklichkeitsabgabe hier eigentlich nur. Hopp! Keine Geschicklichkeit vorhanden. Map. Alternativ zur Geschicklichkeitsaufgabe kann ich auch gucken, ob das Fußsymbol erscheint. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wirkt nicht ganz so, als wäre das hier so beabsichtigt, muss ich ehrlich sagen. Hüp. Das war zu wahr. Es geht trotzdem. Ah, das Ding ist sogar permanent fest. Ist ja doppelt fies. Wenn ich jetzt hier reinspringe, bin ich dann gefangen. Sieht fast so aus. Oh, nee, Quatsch. Gefangen bin ich auf keinen Fall. Mit dem Wind raus komme ich immer. So, im Prinzip möchte ich jetzt das da aufmachen. Und dann hier drüben das da aufmachen. Ich habe gesagt, ich will schnell Puzzle lösen. Das dauert schon wieder ewig hier. Jetzt ist da offen. Jetzt kann ich mein kleines Geschicklichkeitskunststück hier nochmal abliefern. Da bin ich ja auch wieder nicht ganz so sicher, ob das so gewollt ist, weil normalerweise bei gewollten Sprüngen auch die Möglichkeit besteht, dass man das hier automatisieren lässt. So, jetzt bin ich hier drin. Dann müsste noch die Tür auf. Ja, das hätte ich dir nicht einfach mal, mit einschalten sollen. Hätte ich mal dran denken sollen, bevor ich da rein bin. Irgendwann habe ich dran gedacht, die Kiste runterzuschmeißen. Das ist ja schon mal etwas. Ich kann doch alles sehen hier. Warum bin ich so blöd? Ich verschwende so viel Zeit. Hab's gleich, liebe Leute. Hier durch. Ah, da kommt ja noch was. Da muss ich jetzt noch die Kiste mitnehmen. Muss ich noch die Kiste mitnehmen auf den Sprung. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Ist das wirklich die Lösung? Es wirkt falsch. Ich habe das Zahnrad hier unten gar nicht benutzt. Aber ich meine, es funktioniert, also warum soll man es nicht so machen? Teil erobert. Wenn ich an den Stern ran will, wie würde ich das anstellen? Gewollt sein muss doch eigentlich, dass ich das hier auf rausnehme. Das hätte ich auch mal viel früher machen können. Dann kann ich hier hochfliegen. Ach so, ja, und dann kann ich da. Und wie soll ich zum ersten Mal da rankommen? Das muss ich hier, hätte ich irgendwie das Ding blockieren müssen. Vermute ich mal. Naja, ich weiß ja nicht. Alles ein bisschen seltsam in dem Level hier. Ich versuche jetzt mal, ob ich an den Stern rankomme. Im Prinzip über dieselbe Technik. Denn man hat ja gesehen, dass die Sprungweite ist schon recht enorm. Vielleicht hätte ich die Kiste mitnehmen müssen. Das geht. Und das geht auch. Ja, das geht. Okay. Also, könnt ihr mir sagen, die Leute, die dieses Spiel schon gespielt haben, habe ich diesen Level jetzt vollkommen anders und falsch gelöst? Ich habe so viele Dinge hier ausgelassen und ignoriert. Und meine blöde Akrobatik da gemacht. Das kann doch eigentlich nicht richtig gewesen sein.
Das kann doch nicht so gedacht gewesen sein. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, ist schon ganz schön viel Zeit vergangen, aber eigentlich nicht so viel vom Puzzle lösen, sondern auch vor allem auch vom Vorlesen mal wieder. Gucken wir mal hier rein, wo ständig Dinge auf mich zugehen. Oh, das sieht komplizierter aus. So, wir haben eine kleine Treppe und ein Kistchen. Darunter zwei Buttons. Das Kistchen schnappe ich mir mal gerade. Hier möchte gerne eine Tür aufgehen, kann sie aber nicht, weil das Ding da blockiert. Was ich im Moment auch nicht blocken kann. Ich kann da auch nicht reinklettern, aber irgendwie gibt es da eine Leiter. Also sollte es wahrscheinlich einen Weg hineingeben. Gibt es eine Plattform? Ja, die übersieht man echt leicht. Die übersieht man sehr, sehr leicht. Ich denke, von hier aus kann ich auf die Plattform aufsteigen. Dann kann mich der Plattformträger rübertragen. So. Und dann nach hier drüben. Und wieder mit einem Sprung absteigen. Hätte ich vielleicht noch eine Kiste gebraucht. Werden wir gleich sehen. Ja, hätte ich mit einer Kiste mal einfach machen können. Kein Problem, machen wir noch eine schnelle Runde. Einmal aufnehmen. Einmal absetzen. Hopp, hopp, hopp. Okay. Gut. Also die kann ich aufmachen. Jetzt komme ich natürlich mit der Kiste nicht so wirklich rein. Ja? Dafür gibt es ja aber auch nochmal einen Trick. Und zwar... Und zwar. Theoretisch habe ich die Kiste ja nicht gebraucht, oder doch? Aufnehmen. Absetzen. Hopp. 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 Dann sollte die Tür da hinten aufgehen. Ja, das könnte sich jetzt richtig erweisen. Genau. Das Vieh schnell blockieren. Und dann wieder raus, bevor die Zeit hier abgelaufen ist. Sehr gut. Okay. Jetzt muss mein Freund und Helfer mir kurz diese Tür hier aufmachen. Und dann haben wir schon das Puzzleteil. Und hier braucht es roten Strom. Mich jetzt nicht eingesperrt. Ist hier hinten ein Stern? Ja. Oh, okay. Da muss roter Strom hin. Roter Strom. Oder ein Jammer. Interessant. Oder ich kann irgendwie auf die Mauer klettern. Das wäre auch eine Möglichkeit. Auf die Mauer klettern ist generell immer eine gute Möglichkeit. Weil die hier wirkt gut abgesichert. Ich glaube, da komme ich nicht ohne weiteres hoch. Naja, okay. Also roten Strom da hinten ins Eck bringen. Wenn ich dafür irgendeine gute Idee habe, sollte ich mir die merken. Ich glaube, das war's schon wieder für eine Folge. 20 Minuten. Na, machen wir noch ein Level. Wollen ja auch mal fertig werden mit dem Spiel. Nehmen wir den geraden, der sieht schön gerade und leicht aus. Waffenkammer, nur zwei Elemente. Okay, wir haben Kisten auf dem Typen da, da kann ich nicht ran. Wir haben
Stromverbindungen. Und noch mehr Stromverbindungen, die schon bestehen. Ich meine, ich mache jetzt erstmal hier auf. Das ist wieder so offensichtlich. Okay, dann kann man hier aufmachen und hier aufmachen. Okay, hier ein Hinweis. Egal, was ich mache, ich bin immer das, immer dieser Körper, dieser Geist, diese Welt, kein Ausblick. Der Typ regt sich zu sehr auf. Eindeutig. Das hier wäre die optimale Position. Mal gucken, ob ich die erreichen kann. Sieht nicht so aus. Hatte ich noch nicht noch einen Konnektor? Ne, der ist noch da drüben. Das war so ein permanenter wieder. Den ich irgendwie unterbrechen müsste. Ah, und Kistenmann. Kistenmann hilft mir auch nicht. Gut, also durch die hintere Tür komme ich gerade noch nicht durch. Durch die Tür komme ich durch. Kann mir einen Jammer besorgen. Das hier ist ein Ausgang. Dann komme ich jetzt hier durch. Und werde hier zurückgeworfen. Jetzt wäre es schön, hier weiter um die Ecke zu kommen. Ja, da brauche ich halt wohl den anderen Connector, oder? Und an den komme ich aber gar nicht ran. Nee, an den komme ich gar nicht ran. Ich kann natürlich jetzt versuchen, wieder den Wind zu blockieren. Und wozu bringt mir... Wozu verhilft mir der hier? Den müsste ich jammen, damit ich an die Kiste rankomme. Das geht. Ups. Ich darf nicht immer meine Gerätschaften hier hinten stehen lassen. Ist immer so mühsam, sie dann wieder einzusammeln. So, Kistchen. Kann ich die Kiste hier in den Weg stellen? Ich kann mich selbst in den Weg stellen und ich kann versuchen, irgendwas anderes in den Weg zu stellen. Wie gesagt, das ist ein Permanenter, den kann ich gar nicht mitnehmen. Der ist einfach nur da, um mich zu ärgern. Ja, andererseits aber, ich kann den Connector in den Weg stellen. Das geht. Zack. Einen brauche ich ja im Moment nicht. Der Jammer reicht mir vollkommen. Genau, genau, genau. Nee. Das ist aber auch schwierig. Vielleicht ist es einfacher, wenn ich es hier hinstelle und dann Strom anschließe. Muss ich dann noch die richtige Höhe irgendwie treffen? Hier hinten ist ja lästig. Ja, das blockiert. Super.
Okay, dann machen wir hier auf und dann holen wir uns das Ding ab, damit das nicht mehr rumblockiert. Und dann wäre jetzt noch die Frage, ob ich jetzt eigentlich den blauen Strom da drauf leiten kann. Das wäre natürlich auch witzig. Naja. So, jetzt, ich habe den Wind raus, aber ich muss immer noch blauen Strom hierher bringen. Das muss ich mal kurz ausprobieren. Ja, ich meine, idealerweise kann ich jetzt den blauen Strom irgendwie darüber leiten. Das heißt, so, so. Das ist ja eine. Jetzt habe ich die Position aus Versehen hingekriegt. Ist ja klasse. Ist ja geil. So. Wir hier kurz blockieren, damit ich mir den da mitnehmen kann. Und dann hier drüben aufmachen. Und wer, wenn das jetzt irgendwie blockiert? Nee, das geht auf. Sehr gut. Das hätten wir auch. Gab es hier eine Möglichkeit, irgendwie roten Strom rauszutransportieren? Nicht unbedingt. Okay. Bleibt noch ein Puzzle, aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.